Hallo meine lieben Aktienfreunde, ich präsentiere euch zwei Wachstumsaktien von zwei Marktführern, die relativ stark unter die Räder gekommen sind. Und das könnte eine interessante Einstiegsgelegenheit sein. Ich bin immer noch in Vietnam, Da Nang, in einem Coworking Space und gefällt mir hier sehr gut übrigens, auch wenn dieser spezielle Raum nicht klimatisiert ist. Und dann würde ich sagen, geht auch gleich los. Ich mache mich jetzt ein bisschen kleiner und dann seht ihr hier ja auch schon den Aktienfinder. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. So, die erste Aktie habe ich hier schon reingeschrieben. Da handelt es sich um Salesforce. Salesforce hat einen kleinen Abverkauf erlitten. Was macht Salesforce? Im Prinzip geht es darum, mehr Geld aus dem Kunden rauszuholen, indem die einzelnen Abteilungen besser arbeiten. Das ist natürlich in erster Linie mal der Vertrieb, klar, die direkt versuchen, Umsätze zu generieren, aber auch das Marketing und beispielsweise auch die interne Kommunikation soll auch besser laufen. Es wird dann über Slack gehen, was 2021, glaube ich, übernommen wurde. Das ist sowas Ähnliches wie Teams, damit die Kommunikation besser funktioniert. Auch Webshops werden angeboten. Das wäre dann Commerce, heißt das. Kann man sich so vorstellen wie WordPress mit einem Online-Shop drin. Und natürlich ist auch wichtig, die Kundendaten selbst immer parat zu haben. Es ist egal, welche Abteilung es ist, ob es Vertrieb ist oder Marketing ist oder Produktentwicklung ist. Und das macht man dann über die Data Cloud. Das heißt, da gibt es ein ganzes Spektrum, was Salesforce hier anzubieten hat. Und das heißt, insgesamt komprimiert das unter dem Schlagwort CRM, Customer Relationship Management. Und da ist Salesforce die Nummer 1 mit einem Marktanteil von je nach Quelle gut 20%. Die Nummer 2 ist auch je nach Quelle entweder Microsoft oder SAP mit ungefähr 6%. Also da ist wirklich viel Abstand dazwischen. Was das Ganze jetzt so interessant macht, das ist, wir haben hier einen kleinen Abverkauf gehabt. Das wäre jetzt mal die Performance Year to Date, logarithmisch. Und hier siehst du den Abverkauf. Da ist die Aktie innerhalb eines Tages um fast 20% abgestürzt. Jetzt haben wir wieder eine Erholung, aber man sieht hier immer noch der aktuelle Kurs hier bei 243 US-Dollar, immer noch deutlich unter dem Höchstkurs von 317 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen des Jahres, wenn wir uns mal anschauen, wie die Performance insgesamt ist, hier längerfristiger Zeitraum über 10 Jahre, sehen wir Performance von 370%. Alles noch oder fast alles noch, komme ich gleich drauf, Kursgewinne. Und wenn wir kompletten Zeitraum mal nehmen, das wäre jetzt von Mitte 2004 bis heute, hätten wir eine Rendite von sage und schreibe 5.500% mit der Aktie erzielt. Was ist passiert? Wir haben hier enttäuschende Zahlen bzw. enttäuscht aufgenommene Zahlen aufgrund der oder anlässlich der letzten Quartalszahlen bezüglich in erster Linie des Umsatzwachstums. Das Umsatzwachstum soll jetzt nur noch einstellig ausfallen mit um die 8%. Das heißt im zweiten Quartal 2024 um die 8% Umsatzwachstum und das ist für Salesforce relativ wenig. Und jetzt gibt es Zweifel am Markt und man hat natürlich auch mal die Frage, ob die Firma jetzt neu bewertet wird, also die Aktie jetzt neu bewertet werden muss und zwar günstiger bewertet werden muss, weil ein bisschen was vom Wachstum draußen gegangen ist. Und wichtig an der Stelle auch immer dann, wo kommen jetzt die Zweifel auch noch her, wie es bei vielen Unternehmen auch ist, wie beispielsweise bei Adobe, hat man sich jetzt auch noch viel Hoffnung gemacht, dass die AI, die ja auch eine wichtige Rolle da spielt, bezüglich Effizienz auch, man kann zum Beispiel ganze Kampagnen, habe ich gesehen, jetzt auf der Webseite als Vorbereitung, E-Mail-Kampagnen auch generieren lassen durch AI. Das ist dann Einstein, heißt er dann, so wie Karl Klammer bei Excel. So heißt es dann quasi Einstein bei Salesforce und der Einstein ist AI getrieben und generiert dann das eine oder andere effizientere, generative AI, was dann da ausgespuckt wird, was dann möglichst vielleicht gleich ganz verwenden kann. Beispielsweise eine E-Mail-Vorlage für eine Werbekampagne oder auch Customized Targeting, gleich die Custom Audience rausspurzeln lassen über AI. Naja, gibt also diverse Anwendungsmöglichkeiten auch für AI und hat aber noch nicht dazu geführt, dass das Wachstum jetzt, Umsatzwachstum da jetzt anziehen würde. Deshalb ist dann die Aktie abgestürzt und gleich mal um 20%. Gehen wir mal kurz rein in die
Qualitätsanalyse, also den Qualitätscheck hier, was dann zum einen auffällt, das ist hier vielleicht zuerst fällt auf, dass hier blaue Balken sind. Das heißt, es wird eine Dividende jetzt bezahlt, jawohl. Salesforce schüttet jetzt auch wie Alphabet und Meta Dividende aus seit neuestem. Dividendenrendite liegt jetzt bei, schauen wir uns das gleich mal an hier, bei, wo ist denn der aktuelle Zeitraum? 0,6% irgendwo. Ja, 0,66%, das wäre dann nämlich hier 0,66%. Und ich habe mal geguckt im Quartals- oder Jahresbericht bezüglich der Dividendenpolitik. Man hält sich relativ bedeckt, man hat keine Zielquoten oder so festgelegt. Ich gehe mal davon aus, dass die Dividende so um 10-15% im Jahr steigen wird. Halte ich auf jeden Fall für realistisch. Kommt auch dem nahe, was wir hier im Aktienfinder haben. Und du siehst auch, dass die Dividende schön gedeckt ist durch den freien Cashflow. Also die Ausschüttungsquoten sind sehr, sehr niedrig. Die liegen jetzt gerade mal hier bei 20%, unter 20% sogar auf den freien Cashflow bezogen. Also es sollte ein solider Dividendenzahler sein, aber die Dividendenrendite ist natürlich relativ niedrig. Ist dann ein Dividendenwachstumswert quasi. Was auch noch auffällt, ist eine relativ starke Differenz zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn. Gründe dafür sind unter anderem, habe ich hier geguckt, Abschreibung auf Entwicklungskosten von Software übernommener Unternehmen, weil Salesforce auch anorganisch wächst durch Zukäufe, sieht man auch hier in der Bilanz relativ starker Goodwill und da wird dann auch abgeschrieben. Wir haben Restrukturierungskosten auch, die bereits Früchte getragen haben. Das sieht man insbesondere hier an den Margen, die jetzt ganz stark gestiegen sind. Und zwar hatten wir im Jahr 2022 noch operative Marge von 2% und jetzt von sage und schreibe 18,5%. Das heißt, die Margen sind förmlich explodiert und das macht also den Umsatz viel, viel wertvoller von Salesforce. Bei uns also richtig was hängen. Die operativen Margen berechnen sich basierend nicht auf den bereinigten Gewinn, sondern auf Gap-Größen, das heißt auf dem bilanzierten Gewinn. Und man sieht auch sehr schön, dass die Nettomarge zum Beispiel jetzt hier und der bilanzierte Gewinn, die laufen Hand in Hand. Und was haben wir noch als Unterscheidungsgründe zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten Gewinn? Aktienoptionen, selbstverständlich. Oft ist dann auch immer die Frage, ja, was nehme ich denn jetzt den bilanzierten und den bereinigten Gewinn, beziehungsweise kann ich den bereinigten Gewinn überhaupt trauen? Oder ist der komplett geschönt? Kleiner Tipp von mir, wie ich es mache, um rauszukriegen, erstmal relativ schnell, quick and dirty, ob man sich darauf verlassen kann. Ich gucke einfach, wie sich der operative Cashflow verhält. Orientiert sich der tatsächliche Geldfluss, das heißt der operative Cashflow, eher am bilanzierten oder am bereinigten Gewinn? Und ihr seht hier ganz eindeutig eher am bereinigten Gewinn. Das heißt, okay, ich nehme dann auch hier später für die Bewertung gegebenenfalls, wenn man noch drauf kommt, den bereinigten Gewinn und nicht den bilanzierten Gewinn. Gut, ansonsten, was gibt es noch wichtig? Schulden haben wir es gut wie keine, die Bilanz ist nicht schlecht. Negativpunkt vielleicht hier, der relativ hohe Goodwill. Positiv allerdings hier, man ist faktisch schuldenfrei. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Wir haben mehr liquide Mittel als zinstragende Schulden und man sieht auch hier schön den freien Cashflow. Abzüglich Dividenden, na hier das ist die grün schraffierte Fläche, die Tilgungskraft ist relativ stark, kann fast innerhalb eines Jahres die komplette zinstragende Schuldlast getilgt werden. Wir haben auch Aktienrückkäufe und die werden in die Bilanz eingebucht. Das sieht man hier an den Treasury Stocks und dann siehst du hier auch, wie die Anzahl der ausstehenden Aktien, wenn auch nur leicht zurückläufig ist und hier sind die dann eingebucht worden. Also das ist im Prinzip, finde ich jetzt erstmal okay soweit, wenn man wieder gut wie leben kann, ist es sogar sehr gut hier die Bilanz. Und jetzt wird es ganz interessant, jetzt gehen wir nämlich in die Bewertung rein. Und die Bewertung, gucken wir uns erstmal hier die Multiples an, das wäre jetzt der bereinigte Gewinn. Also das KGV vom bereinigten Gewinn haben wir das KCV, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Und man sieht, das verläuft sehr viel stabiler als das KGV. Das KGV geht mit der Zeit immer mehr runter, also die Aktie wird vom KGV her immer günstiger. Und wir sehen aber hier vom Kurs-Cashflow-Verhältnis, da ändert sich jetzt gar nicht so viel, hat wohl damit zu tun, dass der Gewinn lange Zeit, der bereinigte Gewinn lange Zeit extrem niedrig war. Das waren auch die KGV sehr hoch, während der operative Cashflow sich ja, viel stärker schon vorher entwickelt hat. Deshalb wir nehmen den
operativen Cashflow und die Aktie zu bewerten. Das heißt, das hier machen wir raus. Jetzt kriegen wir erstmal eine Vorstellung, ob die Aktie eher günstig oder eher teuer ist. Und wir sehen schon hier, dass wir Zeiten hatten hier massive Übertreibung, wo das KCV bei um die 50 lag. Und wir hatten auch mal ein KCV von lediglich um die 16 hier. Und momentan sind wir bei knapp 20. Jetzt sehen wir hier was relativ Ungewöhnliches. Ich gehe nochmal in den Qualitätscheck rein. Man sieht, dass hier der operative Cashflow hier leicht rückläufig sein soll. Er soll im Laufe des Geschäftsjahr wachsen und dann soll er leicht rückläufig sein. Dann soll er wieder hier durchstarten, wachsen. Und es ist sehr ungewöhnlich. Und es beruht auf einem, ich würde es mal sagen, Datenfehler vielleicht. Und das möchte ich jetzt auch manchmal mit an die Hand geben. Ich habe es nicht korrigiert. Und zwar haben wir hier eine Analystenschätzung drin, die sehr unplausibel ist. Man sieht es dann beim fairen Wert. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Und deshalb geht hier das KCV erst ein bisschen nach oben, dann geht es wieder nach unten. Aber also ich denke, das hier unten ist realistisch, dass wir dann 15er KCV hätten Anfang 2027. Hier haben wir jetzt langfristige Mittel und ihr könnt halt deutlich sehen, dass das aktuelle KCV von um die 20 hier deutlich unter dem knapp 30 ist, was der Durchschnitt war. Deutet also jetzt erstmal auf eine günstige Bewertung hin. Jetzt gehen wir hier in den fairen Wert rein. Ah, eine andere Geschichte, die ich noch ganz kurz zeigen wollte. Wir haben hier ein Restrukturierungsprogramm, hier hatte ich kurz schon angesprochen, bei Salesforce. Salesforce hat Mitarbeiter entlassen, hat Büroräume reduziert, also Mieten reduziert. Und man kann das an den steigenden Margen sehen, dass es von Erfolg gekrönt war. Man kann es aber auch noch ein bisschen detaillierter im Gewinnfluss sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal schauen, wenn wir jetzt den 2022, also noch niedriger Margen hatten, war es so, da hatten wir einen Umsatz von 26,5 Milliarden und einen Betriebsaufwand von 21,5 Milliarden. Da war also relativ wenig dazwischen an Luft, 5 Milliarden ungefähr nur. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, die letzten 12 Monate, sieht es deutlich besser aus. Hier sind es fast um die 12 Milliarden. Und wenn ihr hier noch ein bisschen reinguckt und dann vergleicht bei Vertrieb, Marketing etc., dann seht ihr, dass sich das kaum erhöht hat, obwohl die Umsätze deutlich gestiegen sind. Das heißt, Salesforce ist ein effizienteres Unternehmen geworden. So, jetzt gehen wir mal in die Bewertung rein und gucken uns das Ganze mal an. Und ich habe ja gesagt, wir nehmen den operativen Cashflow. Und wenn wir jetzt den fairen Wert einfach mal anzeigen, hier out of the box, dann sieht es erstmal so aus. Ich zoome jetzt rein. Hier ist nochmal wichtig, auch zu gucken, zu plausibilisieren, dass die Schätzungen auch mit dem übereinstimmen, was das Management gesagt hat. Und man sieht dann hier beispielsweise, der Umsatzwachstum prognostiziert fürs laufende Geschäftsjahr 8,6%, ist also deutlich in der Nähe von dem, was das Management jetzt auch sagt, vom Umsatzwachstum mit um die 8%. Und wir haben hier operatives Cashflow-Wachstum hier von jetzt mal 33% und dann hier die minus 2,6%, gehe ich gleich drauf ein. Und dann hier 17,5% wieder. Wir können ja hier anzeigen lassen den Prognosekorridor. Und dann sehen wir hier Schätzungen, Spannungen, Spanne von 0 Euro ab. Also operativer Cashflow von 0 Euro. Und das ist ganz offensichtlich falsch. Das heißt, hier ist eine Analystenschätzung drin, die definitiv nicht stimmt. Ist jetzt in dem Fall nicht schlimm, weil wir können, um die Renditeerwartung auszurechnen, einfach dann diesen Zeitpunkt nehmen. Für das Geschäftsjahr 2027 bzw. für das Geschäftsjahr 2026, was endet am 31.01.2027. Okay, jetzt haben wir hier nichtsdestotrotz eine Verlangsamung des Wachstums. Wir haben hier durchschnittlich knapp 30er KCV gehabt und wir haben hier aktuell 20er KCV. Deshalb hier auch eine ganz dramatische, schon fast, oder eine sehr deutliche Unterbewertung hier, der wäre jetzt der faire Wert fürs laufende Geschäftsjahr bei fast 400 US-Dollar. Ich möchte jetzt aber den operativen Cashflow ein bisschen senken von 28, 29 auf 22, weil wir hier, wie ich schon sagte, eine leichte Verlangsamung doch tatsächlich haben. Wir haben hier Cashflow-Wachstum gehabt von über so um die 30%, teilweise sogar noch ein bisschen mehr weiter vorne. Und jetzt ist es eben, fällt es ein bisschen schwächer aus. Und gehen wir jetzt mal auf 22. Und dann siehst du aber immer noch eine klare Unterbewertung. Das ist jetzt so ungefähr, wie die Aktie jetzt auch bewertet war
in den letzten 2 Jahren, so im Durchschnitt. Ja, war ein bisschen günstiger, oft etwas teurer, aber man sieht, das ist jetzt quasi das KCV ab ungefähr, ja, so Mitte 2022. Und das würde ich jetzt auch hier anwenden. Und dann haben wir hier eine Renditeerwartung jährlich auf 2,5 Jahre von 15%. Und das ist, denke ich, schon recht ordentlich. Die Aktie hat sich jetzt auch wieder ein bisschen erholt, ist aber, wie ich finde, immer noch relativ günstig bewertet. Das wäre die Aktie Nummer 1, das war Salesforce, und jetzt kommt die Aktie Nummer 2 und die heißt Cloudflare. Cloudflare ist ebenfalls deutlich unter die Räder gekommen und wir hatten hier auch den Abverkauf gehabt. Wie viel hat die Aktie verloren? Das war hier nach den jüngsten Zahlen, also nach den jüngsten Quartalszahlen, hat die Aktie um 16% verloren und jetzt gab es hier nochmal einen kleinen Abverkauf von knapp 10%, dann nochmal hinterher quasi. Und jetzt hat sie angefangen, sich zu erholen. Und die Aktie hat jetzt auf Jahressicht immer noch verloren. Ist aber, wenn wir mal gucken, was sie insgesamt gemacht hat, dann ist sie bei über 300% im Plus. IPO war im Spätjahr 2019, also nicht so lange börsennotiert. Ja, Cloudflare, was machen die? Sind ein Cloud-Anbieter, aber quasi ein Nischenanbieter in der Cloud, weil bei denen kann man nicht direkt, seine komplette IT-Infrastruktur in die Cloud von Cloudflare auslagern. Die übernehmen nur in Anführungszeichen Teilbereiche. Die haben ein Content Delivery Network, das heißt, die spiegeln die Webseite quasi oder auch die APIs oder was auch quasi im Angebot ist oder übers Netz zugreifbar ist, weltweit in ihren Rechenzentren, sodass die Zugriffszeiten immer relativ kurz sind, egal von wo ich zugreife. Wir sind übrigens selbst auch Cloudflare-Kunde und in Vietnam funktioniert das Ganze jetzt auch sehr schnell, während andere Webseiten, wie beispielsweise die Volksbank bei mir, wo das Geschäftskonto habe, extrem langsam ist, funktioniert der Aktienfinder sehr, sehr schnell. Das ist eins, das Content Delivery Network, und der andere Schwerpunkt ist Sicherheit, zum Beispiel DDoS-Schutz, dass man nicht hier mit so einer Art Brute-Force-Attacke die Webseite bzw. den Server lahmlegen kann. Und ähnlich wie auch Salesforce ist auch Cloudflare Marktführer in diesem speziellen Bereich. Je nachdem, was man sich anschaut und welche Quelle man hat, sind die Zahlen so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe eine Zahl gefunden, die gemeint hat, fast ein Fünftel aller Webseiten benutzt Cloudflare. Und dass der Marktanteil von Cloudflare beispielsweise bei DDoS und Bot Protection, also automatischer Zugriffsschutz, quasi bei über 80% liege. Und es gibt Konkurrenz, Fastly, auch AWS ist Konkurrenz, also Amazon machen auch teilweise, bieten sie diese Sicherheitsmechanismen an. Aber Cloudflare ist da wirklich die Nummer 1. Jetzt muss man sich fragen, warum war da der Abverkauf? Und der Abverkauf war deshalb nicht, weil die Zahlen schlecht ausgefallen sind, die haben nämlich die Erwartungen sogar geschlagen, aber auch hier der Ausblick, der war leicht enttäuschend. Und wenn ich jetzt sage leicht, dann meine ich wirklich leicht. Der Umsatz, die Schätzung des Umsatzes lag, das mir aufgeschrieben, bei 394,5 Millionen Dollar für das laufende Quartal. Und das Management hat gesagt, wir machen 394 Millionen. Also weniger, ich würde mal sagen, irgendwo Viertel Prozent oder so weniger. Also das, was die Analysten geschätzt haben, hat zum Abverkauf geführt. Also schon ziemlich krass. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Bewertung relativ teuer ist von der Aktie, werden wir jetzt auch gleich sehen. Ich habe auch gesehen, es gibt Insiderverkäufe. Das ist mir bei der Internetrecherche aufgefallen. Allerdings haben diese Insiderkäufe keine Relevanz aus meiner Sicht, weil das sind Automatic Sell. Ich bin hier in der Nasdaq. Automatic Sell heißt, da haben diese Verkäufe sind quasi automatisch getriggert. So wie wir jetzt über das Standdepot oder Sekundärdividendendepot Aktiensparpläne automatisch getriggert über Aktiensparpläne kaufen, so verkaufen die hier. Machen sie deshalb, um Compliance-Probleme, rechtliche Probleme aus dem Weg zu gehen. Das ist ein Automatic Sell. Dürfen wir auch nicht verkaufen, wann sie wollen, gibt ja auch Lock-Periods und so weiter. Und deshalb hat es für mich jetzt keine Relevanz als Zeichen, dass man da irgendwie bearish, also vorsichtig sein sollte. Gehen wir mal kurz in den Qualitätscheck rein. Was sehen wir da? Hier wunderbare Verluste, also großer Unterschied auch zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn. Aber auch hier wieder das gleiche Spiel, man sieht, der operative Cashflow orientiert sich doch eher am bereinigten Gewinn als am bilanzierten Gewinn. Unterschied zwischen bilanzierter und bereinigter Gewinn, in erster Linie hier
Aktienoptionen, so wie ich rausgekriegt habe. Und was noch, muss ich mal kurz lesen, ob es noch was anderes gibt. Ich glaube nicht. In erster Linie Aktienoptionen, genau. Und auch hier haben wir wieder steigende Margen und wir haben hier eine sehr solide Bilanz, im Prinzip auch schuldenfrei und hier, was der eine oder andere vielleicht freuen wird, einen sehr niedrigen Goodwill. Aktien werden jetzt hier erstmal nicht so gekauft, so wie ich das sehe. Die Bilanz ist auch schuldenfrei. Lassen wir mal ganz kurz gucken. Jawohl, die haben mehr liquide Mittel als zinstragende Verbindlichkeiten. Jetzt gehen wir auch gleich in die Bewertung rein. Dividenden werden keine gezahlt. Und wenn wir uns jetzt mal die Multiples anschauen, es ist hier wieder beruht auf dem KGV, bereinigtes KGV. Wir haben hier dann das KCV. Und auch hier würde ich das KCV heranziehen, um erstmal zu gucken, ob die Aktie jetzt eher günstig oder hoch bewertet ist vom Multiple her. Und man sieht, dass wir momentan hier KCV haben wohl um die 70. Als absoluter Wert ist das sehr, sehr viel. Man sieht aber auch, dass das quasi relativ dynamisch sinken soll. Wir hätten dann hier noch, wir wären bei unter 50 bereits hier in, ja, bei ungefähr einem Jahr, in einem guten Jahr und dann noch bei 45 in gut zwei Vierteljahren. Wir haben hier Zeiten gehabt, in denen die Aktie extrem hoch bewertet war, mit einem KCV von über 1000. Um besseren Eindruck zu bekommen, würde ich jetzt einfach mal hier zum Beispiel hier bei meinem Abverkauf hier mal reingehen und gucken, wie hat sich das entwickelt. Jetzt hier ab Anfang 2023 und da war das durchschnittliche KCV bei knapp 90. Sieht man mal höher, mal weniger. Und hier sieht man auch nochmal schön, wie relativ dynamisch dann das KCV sinken sollte. Ich würde auch diesen Zeitraum dann eher nehmen für die faire Wertbestimmung. Gucken wir mal gleich. So, fairer Wert, genau. Also, gucken wir mal an, wie das Out of the Box aussieht. Recht abenteuerlich hätten wir hier einen fairen Wert von 263, 64 US-Dollar beim Aktienkurs von lediglich 71 US-Dollar. Ist aber dann berechnet mit einem KCV von über 200. Da stecken natürlich hier die extrem hohen KCVs drin, die hier die Aktie hatte, von über 500 im Durchschnitt des Geschäftsjahres hier 2021. Und das können wir natürlich nicht nehmen. Auch hier noch KGVs gewesen von 187. Ist deutlich zu viel. Um jetzt mal rauszukriegen, was für ein KCV wir hier nehmen können für die Bewertung, das auch ein bisschen realistischer ist, schaue ich mir hier die Zuwachsraten an und habe dann hier Zuwachsraten beim KCV hier von gut 20, das hier ja gut 20, also zwischen 22 und 25. Wenn ich jetzt mal sagen sollte, Price Earnings Growth ungefähr 2, da käme ich auf so 45. Das heißt, ich korrigiere das jetzt auf einen Wert von 45. Das KCV sieht dann so aus. Wir haben hier übrigens nur noch sehr wenig Schätzungen, es sind nur noch zwei Schätzungen. Also hier siehst du, hier ist eine Warnung. Hier sind noch zwei Analysten, die schätzen das KCV für 31.12.2026. Deshalb gehen wir nur bis hierhin, wo noch sieben Analysten schätzen, sieben oder sieben. Okay, und jetzt haben wir doch tatsächlich dann einen fairen Wert, den ich für ja, so weitgehend realistisch halte. Und das Problem ist, der faire Wert ist ungefähr da, wo der aktuelle Aktienkurs ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Renditeerwartung bestimmen, dann hätten wir jetzt auf eine Haltedauer von gut 1,5 Jahren eine Renditeerwartung jährlich von minus 1,3%. Das heißt, die Aktie jetzt wäre jetzt für mich noch nicht interessant, beziehungsweise noch nicht interessant bewertet. Interessant ist das Unternehmen definitiv als Investment, weil die haben hier wirklich eine marktführende Stellung und wirklich ein sehr sinnvolles Produkt, aber die Aktie erscheint mir immer noch etwas teuer zu sein. Also als die hier unten war, wäre es interessanter gewesen natürlich. Da hätten wir hier eine Renditeerwartung gehabt von 23% jährlich. Jetzt hat sich die Aktie aber erholt und trotz des Abverkaufs ist die Aktie immer noch nicht ganz günstig. Das wäre jetzt ein Fall, würde ich sagen, von einem Kauflimit. Ich zoome mal noch ein bisschen näher rein. Wir können das Ganze mal hier logarithmisch machen. Das bringt hier leider nicht viel. Jetzt zoome ich noch ein bisschen mehr rein, damit sich das ein bisschen spreist hier. Und da könnte man jetzt ein Kauflimit beispielsweise bei 60 US-Dollar nur als Beispiel mal setzen, dann hätte man hier eine Renditeerwartung von immerhin mal knapp 10% jährlich über 1,5 Jahre und danach dann das organische Wachstum, was dann sogar höher wäre von um die 20% im Jahr, falls das Bewertungsniveau gleich bleibt und Salesforce dann entsprechend stark wächst,
bezüglich Cashflow von um die 20%, so wie es prognostiziert ist. Also durchaus ein interessantes Investment, aber ich finde die Aktie immer noch ein bisschen hoch bewertet. So, das waren jetzt zwei Wachstumsaktien, die ich prinzipiell für sehr interessant halte. Und die haben sich auch beide Leute von euch aus der Community gewünscht. Und deshalb habe ich sie jetzt auch mal vorgestellt. Mal was anderes als die klassischen Dividendenaktien, die etwas einfacher zu bewerten sind als solche Aktien. Ich hoffe, es war interessant. Und kannst mir ja gerne verraten mal, welches dein Favorit ist. Und vielleicht hast du noch andere interessante Wachstumsaktien, die wir uns beim nächsten Mal anschauen können. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.